Oh, hallo. Mit euch hatte ich ja gar nicht gerechnet. Der eine oder andere hat sich vielleicht gefragt, warum wir so lange nichts mehr von uns hören lassen haben. Und den Grund dafür seht ihr hier. Wir haben nämlich jetzt ein eigenes Büro. Das haben wir gebraucht, um diese ganze Autospielen-Geschichte in Zukunft ein bisschen intensiver anzugehen. Das haben wir nämlich vor. Und dafür brauchen wir ein bisschen Arbeitsatmosphäre und ein bisschen Platz. Und das haben wir hier in unserem neuen Büro gefunden. Ich sage es direkt vorweg, denn es wird sich eh rumsprechen und böse Zungen werden lästern. Wir sitzen im gleichen Gebäude wie Custom Race Deck. Wir sind aber völlig unabhängig. Wir bezahlen unsere Miete ganz normal. Und wir haben auch nicht vor, die Arbeiten oder die Autos von Custom Race Deck jetzt über den grünen Klee zu loben. Wir verstehen uns sicherlich gut. Wir haben ja auch schon bei Zeig den Hobel schon das eine oder andere Auto von Custom Race Deck gefilmt. Aber wie gesagt, wir mögen unsere Unabhängigkeit und die wollen und werden wir auch wahren. So, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, außer, hier, check unsere neuen Schreibtische aus. Dankeschön, Dennis. Die sind nämlich aus dem alten Büro von Dennis, der uns gesponsert. Also vielen Dank dafür. Und den Rest des Chaos, den kriegen wir hier bestimmt auch noch im Griff und machen ein paar hübsche Bilder an die Wand. Also wenn ihr Vorschläge und Ideen habt, wie wir unsere Wände hier schmücken können, dann könnt ihr uns das sehr gerne mitteilen. Und weißt du, worauf ich mich am allermeisten freue? Hier, wenn du reinkommst, das habe ich schon ganz oft gesehen, dass die Leute dann so geschäftig wirken an ihren Computern, an ihren Schreibtischen, wenn sie gefilmt werden und sagen, hallo, guten Tag. Das wirkt immer wichtig. Ja, das ist richtig gut. Das machen wir jetzt auch. Wollen wir jedes Video so starten? Ja, klar. Und ich werde mich nur noch rollend durch die Gegend bewegen, hier in meinem neuen Stuhl. Der ist geliehen. Ich habe noch keinen eigenen. Ich habe einen Klappstuhl mitgebracht, aber das ist nicht gut auf Dauer. Ja, also wie gesagt, ein bisschen was ist noch zu tun, aber jetzt freuen wir uns erstmal darauf, hier richtig ranzuklotzen, damit das auch was wird. Also bis bald, viel Spaß.